Sie waren ein Symbol der Hoffnung. Ein Anker des Lichts in einer Welt aus Chaos. Jetzt sind wir am Boden. Vernichtet von den Lügen unserer Feinde. Mein Sohn. Mein Erbe. Du bist der Schlüssel zur Erlösung. Nur du kannst das Licht zurückbringen. Nur du kannst den Thron zurückerobern. Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 15. Wie ihr seht, meine Jungs sind auch noch am Start. Wir genießen hier ein bisschen das Wetter. Sieht echt toll aus. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Da vorne fährt ein Laster. Okay, wir sollten jetzt nicht über die Straße gehen. Naja gut, wie dem auch sei. In der letzten Folge haben wir ja zwei Jagdaufträge abgeschlossen. Wir haben auch eine andere Nebenaufgabe abgeschlossen. Und zwar haben wir diese komischen Anhänger gesammelt. Ich habe mich zwar einmal vertan, indem ich im Dunkeln zu dem einen Jagdauftrag gelaufen bin. Das wird mir nicht normal passieren. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Und wir werden jetzt die Hauptgeschichte voranführen. Wir sind immer noch beim Prinzenversand zum Galdinkai. Müssen wir uns jetzt begeben. Dazu gehen wir erstmal rüber zum Regalia. Dann fahren wir auch zu diesem Zielort. Ich werde jetzt wieder automatisches Fahren wählen. Und dann Aufgabenziel. Schleimige Schlacht. Ja gut, da könnten wir auch hinfahren. Aber diese Gegner sind natürlich ein bisschen zu krass derzeit für uns. Lasst nichts liegen. Okay. Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab! Wir haben ja gerade Prinzessin Luna Freya über das Radio gehört. Das könnte natürlich wirklich so sein, dass es eine Zweckehe ist. Ist es aber nicht. Die beiden verstehen sich echt gut. Die beiden kennen sich auch schon seit der Kindheit. Wir haben ja in der letzten Folge einen kleinen Rückblick gesehen. Und seit ihrer Kindheit schicken sie sich auch anhand von Umbra. Das ist dieser kleine Wolf. Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdinkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Mmm. Freu mich schon drauf. Und Jungs, das war sehr unhöflich, dass ihr mich jetzt unterbrochen habt. Aber gut, so ist das nun mal. Was wollte ich nochmal sagen? Ja, die beiden schicken sich schon seit der Kindheit über Umbra und dieses Buch immer kleine Nachrichten. Das haben wir ja in diesem Rückblick auch mitbekommen. Und wir sind endlich am Zielort. Wir sind da. Ach, endlich! Wir müssen jetzt eine Fähre nach Altissa nehmen. Aber bevor ich das machen werde, möchte ich mich ganz gerne hier vorne nochmal umschauen. Endlich am Ziel.
Schokobo mieten können wir immer noch nicht, schade. Von da geht's weiter. Per Schiff, ahoi! Ja. Willkommen. Guten Tag, guter Mann. Was haben Sie denn Schönes im Angebot? Ja, Heiltränke. Sollte ich mir mal ein paar holen, wa? Wir haben schon mal 10 Supertränke, wir haben 5 Superelixiere, 2 Phönixfedern. Na, 2 Phönixfedern, ich weiß nicht, könnte ein bisschen wenig sein. Aber wenn ich meine Gilder oben so anschaue, 7295, das sollten wir erstmal sein lassen. Hier haben wir auch wieder ein paar Zutaten für leckere Gerichte für Ignis. Und was haben wir hier? Ein Design, das sich gefährliche Bestien zum Thema genommen hat. Für alle, die hinterm Steuer selbst zum Biest werden. Auch schön ausgedrückt. Hier können wir noch mal ein bisschen was für ein Regalia kaufen. Ein paar Rennstreifen. Aber ich werde mir die Final Fantasy 5 Hits einfach mal leisten. Herzlichen Dank. Die können wir uns irgendwann mal später anhören, wenn wir doch mal ein bisschen länger mit dem Auto unterwegs sind. Aber ich kann auch euch jetzt auch schon sagen, ich habe eigentlich vor, wenn es länger dauert, mit dem Regalia irgendwo hinzufahren, dann einen kleinen Cut zu machen. Dann mache ich eine Ausblende und wieder eine Einblende und dann geht's einfach mal schneller. Stets zu Diensten! Legen heute wirklich. Das ist natürlich auch alles in eurem Sinne. Und wir müssen jetzt... Ja, wir müssen nach da vorne. Aber gibt es hier keine Gegner? Kann ich hier nicht ein bisschen kämpfen, Leute? Ich schaue mir mal den Strand hier an. Alles sehr toll. Da hinten steht auch ein Wohnwagen. Holländer sind hier also auch. Nee, war nur ein Scherz. Also Holländer sollen sich jetzt bitte nicht gedisst fühlen, ja? Aber da wäre ein Wohnwagen gewesen, wo wir natürlich auch hätten uns ausruhen können. Ich werde mir die Gegend hier vorne nochmal ein bisschen genauer anschauen. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Vielleicht gibt es ja hier vorne doch noch ein paar Gegner. Und ja, die gibt es. Da hinten sind ein paar kleine Krabben. Ich hoffe, die entsprechen auch meinem Level. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ist eigentlich mal eine echt gute Idee, war Gladio? Mache ich jetzt auch glatt mal. Rennen wir einfach mal ohne Jacke rum. Was haben die für Level? Steinschere, so heißen diese Krabben. Die sind Stufe 4, also nichts wie rein da. Die Jagdsaison ist eröffnet. Na, wo hast du das denn gelernt? Oh, hier sind aber viele. Gladio, ich brauche dich mal kurz. Das war doch ein bisschen heftig. Ja. Yo. Da habe ich nicht aufgepasst. Was haben wir denn da vorne? Irgendwas können wir da abbauen. Magie und die Elemente. Um Magie einzusetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt 3 Arten. Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Wir absorbieren das jetzt mal. Mit der Magie werde ich mich aber ein andermal auseinandersetzen. Das werden wir jetzt nicht machen. Und hier sind 3 Stellen. Da vorne ist noch Feuer. Nehmen wir gleich mal mit. Ja gut, wir könnten jetzt hier zelten, aber wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn insgesamt? Wir haben 793 gesammelt. Jeder braucht noch 403 bis zur nächsten Stufe. Ich sammle mal noch ein bisschen. Aber hier vorne scheint es leider keine Gegner mehr zu geben. Aber irgendwas anderes. Irgendwas ist da jetzt noch gerade auf der Karte erschienen. Ich habe irgendwas von Fongo Ongo gelesen. Und zwar das hier vorne. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Ach.
Ich weiß nicht, ob das Zutaten jetzt direkt wieder für irgendein neues Gericht war, was Ignis uns demnächst mal zubereiten könnte. Wäre natürlich möglich. Und die schöne Musik setzt wieder ein. Ich mag diese Musik echt. Ich finde die so toll. Wundert euch nicht, warum ich jetzt hier einfach wie so ein Verplanter durch die Walachei renne. Ich möchte einfach nur mal gucken, ob hier nochmal Gegner sind. Leider nicht. Echt schade. Das ist ein bisschen mies. Naja, gut, egal. Müssen wir nehmen, wie es ist. Dann gehen wir jetzt erstmal nach da vorne. Vielleicht hat ja noch irgendeiner der Ortsansässigen eine neue Nebenaufgabe für uns. Dann kann ich die auch noch gleich in Angriff nehmen. Mein Magen knurrt. Wann sind wir denn endlich da? Wir sind gleich da, Jungs. Keine Sorge, ja? Und wir könnten auch mal bald wieder was essen, Gladio. Da hast du natürlich recht. Ja gut, jetzt könnte es hier noch Waffen für uns geben, aber wir haben ja eigentlich relativ gute Waffen, also brauche ich mir erstmal keine kaufen. Jedenfalls nicht in dieser Ortschaft. Und wie ihr seht, hier sind auch Menschen am Strand. Das da unten ist wahrscheinlich ein verliebtes Pärchen. Macht auf jeden Fall den Eindruck. Dann gehen wir erstmal weiter. Willkommen am Galdin Kai. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Ist ja nicht wahr. Was ist das denn? Fotowettbewerb, ja? Ignis ist da abgebildet. Echt krass. Und ja, der junge Mann, der uns gerade diese Münze zugeworfen hat, wird im Spielverlauf noch eine sehr tragende Rolle spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh, da hinten liegt was. Ein Metallsplitter. Mal schauen, ob die junge Dame hier an der Theke vielleicht ein paar neue Informationen für uns hat und vielleicht sogar einen neuen Jagdauftrag. Herzlich willkommen bei uns. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Heute? Wir sind doch zum ersten Mal hier, junge Dame. Hast du ein paar neue Infos für uns? Eigentlich sind wir ja ein Restaurant. Irgendwie haben alle Restaurants auch Infos. Das ist wohl so hier. Hier wurden jetzt wieder Refugien eingezeichnet. Parkplätze wurden eingezeichnet. Und Ortschaften wurden eingezeichnet. Und Sammelstellen natürlich auch. Okay, das waren echt tolle Infos. Und ja, sie hat tatsächlich Jagdaufträge für uns. Könnten Sie uns damit vielleicht zur Hand gehen? Ja, das könnten wir hinkriegen. Also der hier auf Stufe 11, dafür interessiere ich mich. Den nehme ich jetzt auch gleich mal an. Wünsche gutes Gelingen.
Stufe 17. Hm. Schaffen wir wahrscheinlich noch nicht. Passen Sie gut auf sich auf. Wir geben unser Bestes. Aber bevor wir das tun, muss ich doch nochmal schauen. Was haben wir denn hier bei Aufgaben? Ja gut, wir könnten natürlich jetzt noch die anderen Aufträge annehmen. Ich habe ja auch noch den einen Auftrag aus der vorletzten Stadt, oder aus der letzten Stadt vielmehr. Der ist nur leider Stufe 14. Vorzüglich. Ich werde die Aufträge mal annehmen, dann sind die auf jeden Fall in der Liste gespeichert. Das hätte ich schon in der letzten Stadt machen können. Ich, Trottel, habe mich dran gedacht. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Naja, nee, lass mal, den fangen wir uns selber. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Also dann, viel Glück! Die Beute für diesen Jagdauftrag ist nachtaktiv. Der Jagdauftrag lässt sich daher nur nachts erledigen. Mittlerweile wissen wir, dass das auch wirklich so ist, und wenn es auch nachts ist, können wir die normalen Jagdaufträge nicht in Angriff nehmen. Das weiß ich mittlerweile auch schon. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Nein, nein, wir doch nicht. Ich markiere mir jetzt mal schnell diese eine Aufgabe. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Köstlicher Duft. Und siehe da, das ist da vorne am Strand. Da waren wir ja eben schon. Jetzt geht es darum, drei Krabben zu besiegen. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Und danach schauen wir uns natürlich noch ein bisschen um, holen uns noch ein paar Infos von den Ortsansässigen und hoffen dann natürlich auch irgendwann mal mit der Fähre fahren zu können. Aha, da unten lag auch noch was. Das muss ich mir doch mal anschauen. Fotografieren. Ja, machen wir einfach mal. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme. Oh, großartig. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Oh, großartig. Ja, das zweite Foto wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte darüber springen. So ein Mist, es wird jetzt schon dunkel. Das heißt, die Krabben sind dann nicht mehr verfügbar. Aber Nacht ist es noch nicht. Vielleicht schaffe ich das noch. Muss ich mal ausprobieren? Ansonsten schlafen wir erstmal schnell im Wohnwagen, holen uns noch ein paar neue Bonuseffekte und kriegen dadurch wahrscheinlich noch die eine oder andere Stufe. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Aber die Krabben sind also noch da. Wo übernachten wir heute? Von mir aus hier. Also zählen wir. Okay, die sind gar nicht so leicht. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier bin ich! Und auch ein paar Mal ausweichen. Gladio, los! Gladio, hau erstmal ein Kombo rein, ganz genau. Stufenaufstieg, Sturm, sehr schön. Das war ja geile Action. Bronto hat's echt drauf. Nimm das, du miese Krabbe. Jetzt haben wir sie zertrümmert. Machen wir jetzt mehr Schaden? Komm, Gladio, hau rein. Sind alle auf einen Fleck. Scheiße, habe ich zu früh gedrückt. Kein Problem. Alles klar? Eine ist schon mal down. Das hat ja reingehauen. Leg los, Bronto! Immer schön!
Jetzt muss ich mir mal einen Heiltrank schmeißen. Was denn? Sind Schalentiere nicht deine Stärke? Bei so einer Größe leidet der Geschmack. Hast du jetzt etwa an sie getroffen? Oh mein Gott. Kritischer Zustand. Fallen deine LP auf Null, kannst du weder ausweichen noch warpen und dein LP-Maximum sinkt allmählich. Weiterer Schaden verringert es zusätzlich. Erreicht auch dein LP-Maximum 0, heißt es Game Over. Nach einer bestimmten Zeit erholst du dich aus dem kritischen Zustand. Wenn Gefährten in der Nähe sind, helfen sie dir aber oft sofort aus der Misere. Ja, mach das mal bitte, Jungs. Kommt. Alles klar. Mit einem Bein im Grab. Okay, danke Ignis, aber ich brauche trotzdem noch mal einen Heiltrank. Okay. Ja, ich komm klar. Gladio, los! Dann machen wir das wieder mit einem Combo. Ja, wie ihr seht, wir müssen doch noch ein paar Stufen aufsteigen. Also die Gegner sind jetzt für unser Level erstmal nicht ohne. Ha, da bin ich ausgewichen. Gladio! Komm, Gladio, hau noch einen raus. Und Abflug! Sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Komm, ein Treffer noch. Genau so! Das war knapp. Okay, das war knapp. Ja, jetzt müssen wir flüchten. Die Gegner sind Stufe 17. Das tue ich mir jetzt nicht an. Das endet nicht gut für uns. Schnell raus aus dem Gefahrenbereich. Wir haben immerhin fast 1000 Erfahrungspunkte. Ich werde jetzt mal schnell zum Wohnwagen gehen und hier übernachten. Dadurch erhöht sich auch wieder das maximale LP-Kontingent von Noctis. Noct, heute mache ich dich fertig! Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. So, mal schauen, was kriegen wir jetzt dazu? Oh, ganz knapp. Fast noch ein Level bekommen. Schade. Prompto fotografieren, Talentstufe gestiegen, neuer Filter, Erinnerungen. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Gutes Timing, Prompto. Ja, waren schon ein paar schicke Bilder mit bei. Dann geht's erstmal weiter. Wir geben jetzt diesen Jagdauftrag ab und dann muss es da vorne irgendwie weitergehen. Das kleine rote Dreieck Morgen. Auf der Karte zeigt mir auf jeden Fall, dass es da weitergeht. Und wie ihr gesehen habt, ja, also das waren Gegner der Stufe 11. Wir sind jetzt Stufe 7. Das war schon nicht ohne, also wenn wir uns treffen, wir haben ja noch nicht wirklich so viel LP, wir haben gerade mal 431, das ist wirklich nicht viel. Und da sollte man wirklich schon in solchen Kämpfen aufpassen, aber ich wollte unbedingt diesen Jagdauftrag machen. Ich meine Gegner, die vielleicht so maximal 5, 6 Level mehr haben. Essen ist doch besser als in jedem Restaurant, oder? Das geht schon. Was steht hier? Momentan sind hier die preisgekrönten Fotos des vierten Fotowettbewerbs zum Thema Ignis zu bewundern. Das haben wir ja auch schon gesehen. Das wird ja da abgeblendet auf diesem Bildschirm. Mag sein. Doch, ganz bestimmt. Ich finde jetzt nichts Besonderes daran. Das liegt sicher daran, dass er schon immer für dich gekocht hat. Willkommen zurück.
Gute Arbeit. Ich hätte jetzt im Endeffekt natürlich mehr Erfahrungspunkte rausholen können, wenn ich erst diesen Jagdauftrag abgegeben hätte. Oder kriegen wir gar keine Erfahrungspunkte dafür? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ja, leider kriegen wir dafür keine Erfahrungspunkte mehr. Na gut, dann habe ich ja doch alles richtig gemacht. Hier ist noch ein Heft, was ich lesen könnte, was ich aber jetzt nicht mache. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Tja, Pronto. Die Fähre ist halt weg. Was soll man machen, ja? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Naja gut, dem hören wir dann wohl erstmal zu. Was anderes können wir jetzt auch gar nicht machen. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Bin ich voll. Der Deal mit Dino. Zum Mineralvorkommen begeben? Im Gegenzug werde ich mich um ein Boot kümmern. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen's auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Ja, Ignis, das halte ich auch für die beste Wahl. Also besorgen wir ihm jetzt diese Edelsteine. Was haben wir denn hier? Eine weitere Aufgabe? Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also? Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Venasküste aus? Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Könnten wir auch glatt mal gleich machen. Ein Steg war doch da vorne. Genau. Na, dann gehen wir erstmal schnell angeln, holen uns da erstmal eine Makrele und dann gehe ich echt nach toll, da vorne. Die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach. Stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Da vorne ist der Steg, wo wir angeln können. Und Ausrüstung sollen wir auch schon besitzen. Oder was können wir hier noch kaufen? Moin moin! Zum Küstenfischen hier? Aha. Ein Schokoboköder. Aber den haben wir ja schon. Wir haben auch einen Puddingköder. Aber wir brauchen Köder für eine Makrele. Galdin-Stachelmakrele, das könnte es sein. Und den Köder haben wir auch schon. Oder gibt es noch andere Makrelen?
Dickkopfmakrele. Ach so, die beiden Köder haben wir schon. Also wir haben eigentlich schon alles, um diesen Auftrag da abzuschließen, wahrscheinlich. Schaft und Schnurriss. Dann schmeißen wir doch mal die Angel aus. Da kann man bestimmt gut angeln. Echt jetzt? Das wäre das erste Mal, dass wir außerhalb der Königsstadt angeln. Was es hier wohl für Fische gibt? Weiß nicht. Versuchen wir es einfach mal. Du hast eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuche es am besten gleich mal. Machen wir auch. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Das wird's wahrscheinlich sein. Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich an ihm und dem Marker, wenn du deinen Köder auswirfst. Köder an Position des Markers auswerfen. Ganz gekonnt schmeißt du den Köder da rein. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durchdrehen, der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. Ein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bringen. Ah, hier vorne ist ja gleich einer. Na, komm, beiß doch mal an. Okay, der Fisch hat angebissen. Reiße die Rute mit dem linken Analogstick blitzschnell in Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich am Haken festbeißt. Okay, den haben wir jetzt schon mal. Der Fisch versucht sich loszureißen. Richte die Rute mit dem linken Analogstick in Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und ein Reißen der Schnur zu verhindern. Durchdrehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer der Fisch noch hat. Okay, das haben wir auch gut hinbekommen, glaube ich. Ich ziehe den mal ein Stück rüber. So, komm schon, Noct. Den holen wir uns. Ja, jetzt will er wieder in diese Richtung. Jetzt will er wieder in diese Richtung. Ich muss natürlich immer aufpassen auf die Spannung der Schnur. Ich glaube, wir haben es gleich. Die Schnur ist extremer Belastung ausgesetzt. Bei roter Schnurspannung solltest du R2 loslassen und kurz die Lage beobachten. Wenn das Blinken aufgehört hat, kannst du die Leine weiter einholen. Na komm schon. Gleich. Bist du an Land? Gleich haben wir dich gefangen. Wow! Katzen würden Fischfraß kaufen. Oh. Gut gemacht, Nacht. Fürs erste Mal angeln geht's eigentlich wieder. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Sieht ja nicht toll aus. Unser erster Fisch. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der erhaltenen Zutat oder des Gegenstandes. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fänge an Land zu ziehen. Aber wir hören jetzt erstmal auf. Gladio, lass mir doch mal durch hier. Ich habe euch ja am Anfang des Spiels schon gesagt, Angeln macht echt Spaß und das macht es auch. Also ich habe jetzt ewig nicht mehr geangelt, aber dafür habe ich mich relativ gut geschlagen, wie ich finde. Na dann mal weiter. Prompto! Lass uns gehen. Schon unterwegs.
Aha, da vorne gibt es noch irgendwas zu entdecken. Was könnte das nur sein? Wo ist denn das? Ist das hier oben drauf? Irgendwo hier muss es sein. Ah, da haben wir es. Fechterknöchelband. Muss ich mir doch glatt mal anschauen. Wir haben ja schon einige andere Accessoires bekommen. Ich habe nur vergessen, wieder nachzuschauen. Oh yeah, das erhöht das LP-Maximum. Und das bringt ein bisschen mehr Angriff. Ich gehe erstmal auf LP. Prompto. Ja gut, der ist ja auch auf LP. Muss er auch, der hat wirklich wenig. Was macht nochmal der Runenring? Schützt alle Gruppenmitglieder vor selbst verursachtem Magieschaden. Naja, komm, ist ja jetzt egal. Wir tauschen das jetzt mal aus durch das Fechterknöchelband. Dadurch hat Ignis ein bisschen mehr Angriffskraft. Sollte eigentlich ganz gut passen. Nun machen wir uns auf den Weg, die Mineralvorkommen für Dino zu besorgen. Und auf dem Rückweg können wir dann auch das Makrelenfilet für die kleine Katze zubereiten. Aber ich denke mal, da vorne werden wieder einige Gegner kommen. Ist nur leider ein bisschen blöd gemacht, dass am Anfang des Spiels nicht so viele Gegner auftauchen. Ja, vermutlich nicht. Weil so ein paar actionreiche Kämpfe würde ich schon ganz gerne mal wieder in Angriff nehmen. Aber die kommen ja nachher nacheinander. Da können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr vorretten. Wo müssen wir jetzt lang? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem Regal ja da hätten hinfahren können. Also wir hätten es wahrscheinlich tun können. Und ich kann den Regalia ja auch mal gerne rufen, denn das geht nämlich auch. Und hier liegt aber noch was. In letzter Zeit hat die Zahl ein Spitzknochen. Den Kai abgenommen. Aber ich kann ja den Regalia mal rufen. Wie war das nochmal? Was? Das kostet 100 Gil? Na ja, gut. Da bin ich. Alles klar bei euch? Bin gerade ein bisschen erstaunt, dass Sydney uns den bringt. Aber gut, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Wir machen wieder automatisches Fahren, was anderes geht ja nicht. Wir wählen auch Aufgabenziel. In einer Minute sind wir da. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Wenn wir schon mal den Luxus haben, uns hier so ein Auto herzutransportieren, können wir das auch ruhig mal ausnutzen und dahin fahren. Ich war jetzt wirklich zu faul zum Laufen. Aber ich war wirklich jetzt ein bisschen erstaunt, dass Sydney uns den gebracht hat. Noctis setzt sich jetzt da oben rauf. Fall bloß nicht runter. Gladio ist immer noch nicht fertig mit seinem Buch lesen. Vielleicht kann ich jetzt mal reingucken, was er liest. Ne, er ist immer noch an derselben Stelle. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Also los, Bewegung. Hier vorne können wir wieder ein wenig Magie absorbieren. Auf der Karte wird schon wieder Eis und Feuer angezeigt. Das machen wir auch so gleich mal.
Und mit der Magie setze ich mich dann natürlich ein andermal auseinander. Hier vorne können wir irgendwas noch aufheben. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Und ich erstmal. Und wie ihr seht, ja, hier vorne sind endlich mal wieder Gegner. Stufe 5, na, die haben wir noch gleich aus der Latschen. Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Das ist jetzt jedenfalls nicht. Echtes Teamwork. Ja. Da legen wir doch noch ein bisschen Action. Geht doch. Oh. Okay, so viel Action wollte ich dann doch nicht. Was besser auf noch. Ja, doch. Der war gut. Das war einfach. Naja, geht so. Ich glaube, der wollte auch gerade flüchten. Na, Ignis, gar kein neues Rezept auf Lager. Aha, jetzt müssen wir nach da oben. Der Weg führt uns weiter hier diese Schlucht entlang. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Echt angenehm hier. Sag mal, müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Ein Riesenvogel. Wir müssen ganz leise sein und hier vorbeischleichen. Ich darf ja auch nicht so laut reden, sonst wecke ich ihn auf. Psst. Ist schon ein riesengroßes Ungetüm. Echt heftig. Da vorne ist das Mineralvorkommen. Okay, jetzt müssen wir hier wieder weg. Da vorne werden wir bestimmt nicht runterkommen. Ich denke mal, wir müssen den gleichen Weg wieder zurückgehen. Jungs, ganz leise sein. Sonst wird der Große wach. Und das wollen wir ja nicht. Wollen wir es hoffen. Der hat einen ganz schönen Wind gemacht, der Junge. Das war heftig. Hab schon das Risakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ich würde eher sagen, er ist noch zu groß für uns. Eindrucksvoll. So ein Riesenadler oder Geier oder was auch immer das war. Es war ein Vogel. Einigen wir uns auf Vogel. Der Regalia steht ja da vorne. Dann steigen wir da gleich mal wieder ein und dann fahren wir wieder zurück. Lasst nichts liegen. Okay. Ignis dreht jetzt natürlich auch wieder ein bisschen. Gut, für diese kurze Strecke brauche ich jetzt natürlich keinen Cut machen. Den einen Kilometer, den können wir auch so zurücklegen. Können wir uns hier noch ein bisschen die Gegend anschauen. Und ich kann ja mal in die Musik reinhören. Was haben wir denn hier so Tolles? Ich habe doch diese Soundtracks mir gekauft.
Wo sind die denn? Wie ihr seht, wir haben hier einige Musik zur Auswahl. Ich zapp jetzt hier erstmal ein bisschen durch. Na, wo sind die denn? Da haben wir zum Beispiel das Opening-Theme von Final Fantasy I. Aber leider können wir es nur ganz kurz hören. Aber tolle Musik zum Einparken. Wir sind da. Gut. Dann bringen wir Dino seine Rohedelsteine. Für die kleine Katze braten wir natürlich auch noch das Makrelenfilet. Das verliebte Pärchen ist immer noch da unten. Mhm. Die scheinen ja wirklich Spaß zu haben. Willkommen am Galdin Kai. Ich könnte jetzt echt einen Drink vertragen. Ja, könnte ich auch. Ich muss noch mal schauen, können wir das jetzt hier für die Katze zubereiten oder wie war das nochmal? Den Fisch haben wir ja. Oder reicht es einfach aus, wenn wir der Katze den Fisch so bringen? Ich muss mir das mal kurz markieren. Und ja, anscheinend reicht es aus. Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Ich hatte gedacht, dass wir es irgendwie noch braten müssen. Aber gut, warum sollen wir das braten? Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Die Köchin des Restaurants um Rat fragen. Okay. Das ist eine sehr kleine, anspruchsvolle Katze. Willkommen am Galdin Kai. Mal schauen, ob die Köchin Rat weiß. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick Ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Aha. Ich mag meinen Blick gar nicht. Aber den Fisch hatten wir ja schon. Kann die uns daraus jetzt was zubereiten oder nicht? Oder müssen wir gar noch mal einen neuen Fisch fangen? Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier. Fertig. Bringen Sie es zu ihr. Die Katze mit Kokturas Katzenschmaus füttern. Dann haben wir diese Aufgabe auch mal abgeschlossen. Wir haben auch schon die Rohedelsteine für Dino. Die Aufgabe haben wir dann mal auch abgeschlossen. Und dann hoffe ich mal, dass er ein Boot für uns hat. Hier ist dein Fresschen. Verwöhnte Diva. Ich glaub, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten.
Wir können noch mal mit der Katze reden. Also in puncto reden, ja gut. Anscheinend versteht der Noctis die Katzensprache. Also ich verstehe es nicht. Okay, das scheint es doch gewesen zu sein. Aber die Aufgabe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben 600 Erfahrungspunkte. Willkommen am Galdin Kai. Wie oft willst du das noch sagen? Das muss ja auch ankotzen, das immer so oft zu sagen, oder? Es sei denn, Dino reicht dieser Rohedelstein nicht. Vielleicht will er sogar noch einen haben. Das könnte auch möglich sein. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Legen heute wirklich keine Schiffe? Ja, theoretisch könnten wir das machen. Nein. Anscheinend lassen Sie das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Wir haben, wie gesagt, der kleinen Katze was zu essen gegeben. Wir waren angeln, wir haben einen Jagdauftrag gemacht und wir haben diesen Riesengeier da gesehen, der echt beeindruckend war. Dann sind wir erstmal am Ende. Ich hoffe, dass ihr vielleicht sogar das Video mal kommentiert oder vielleicht eine Bewertung da lasst. Das wäre echt nett. Aber wie immer ist das eure Entscheidung. Dann verabschiede ich mich erstmal, sage tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play! When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.